Lama Styler fragt Pietsmeet: Wo seht ihr den Kanal Pietsmeet in 10 Jahren? Das ist eine gute Frage, wo ich den Kanal Pietsmeet in 10 Jahren sehe. Mit ein bisschen Glück immer noch dabei, coole Videos zu machen, wie die sich entwickeln werden, welche neue Techniken es geben wird und so weiter, weiß ich nicht. Wo der Fokus dann drauf liegen wird, weiß ich nicht. Ich hoffe einfach, dass der darauf liegen wird, immer noch spaßigen Content zu produzieren, auf den man den Großteil der Zeit auch Bock hat. Und das ist für mich aber ein wichtiger Punkt und hoffe, dass man sich in die Richtung entwickeln kann. Weiß ich nicht so genau, kommt halt so ein bisschen drauf an, vielleicht auf YouTube, vielleicht auf irgendeiner anderen Videoplattform. Aber hoffentlich auf YouTube. Und naja, dementsprechend sehe ich den Kanal dann, also die Kanäle, wir haben ja mehrere. Immer noch auf YouTube. Wahrscheinlich wird sich der Content geändert haben. Aber wir werden das dann dementsprechend wieder so anpassen, wie wir das die letzten Jahre auch gemacht haben. Und ich denke, da, wo er jetzt ist, wo werde ich wahrscheinlich nicht mehr hier sitzen. Sondern ich werde hier liegen. Nee, wahrscheinlich wohne ich da nicht mehr hier, aber ansonsten den Kanal sehe ich da immer noch da, wo er ist. Ich kann leider nicht in die Zukunft blicken, aber ich hoffe, dass wir weiterhin noch Videos für euch kreieren. Sei es in einer Short-Version oder in einer anderen Version oder in einem Let's Play-Format. Das, was in 10 Jahren euch am meisten interessiert und wir mit uns vereinbaren können. Das ist auch relativ wichtig. Das ist eine sehr gute Frage. Es ist nahezu unmöglich vorherzusagen. 10 Jahre sind eine unendlich lange Zeit. Aber womit wir angefangen haben vor 11 Jahren, ist Videos über Videospiele hochzuladen. Deswegen wäre mein Best-Case-Szenario, dass der Kanal Pietsmeet in 10 Jahren immer noch aktiv ist und vielleicht immer noch Videos über Videospiele hochlädt. Eine kleine Konstante in den Zeiten des schnellen Internets, wobei wir natürlich unseren Content massiv geändert haben in der Zeit und wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren unseren Content auch wieder massiv ändern werden. Aber wenn die Konstante ist, dass es immer noch Videos über Videospiele gibt und wir tatsächlich in 10 Jahren noch aktiv sein können, also ihr noch immer genug von uns schaut, dass es sich lohnt für uns Videos da hochzuladen, das wäre ein Traum. Also den Kanal Pietsmeet sehe ich ganz, ganz oben am Olymp. Nee, keine Ahnung. Ich würde ihn ganz gerne so sehen, wie er jetzt ist. Voller cooler Spielshows, Quizshows. Wobei Spielshows mir ein bisschen mehr zu sagen als Quizshows. Aber natürlich auch immer noch voller toller Multiplayer-Action. Weiteren Streams mit tollen Events, so wie zum Beispiel das Kart-Event, Minigolf und so. Das finde ich ganz cool und das versuchen wir auch ein bisschen weiter auszubauen, weil das halt für uns sehr cool ist und für euch natürlich auch immer sehr cool. So Groß-Events, die einen Live-Charakter haben. Ja, und sonst in 10 Jahren hoffe ich, dass gute Spiele bis dahin weiter rauskommen. Aber ich glaube, es wird auch alles ein bisschen gesessener, gediegener. Wir werden älter, ihr werdet älter. Und ich glaube, da sind wir schon gut dabei, so im Verhältnis zum Anfang. Aber ich hoffe, dass wir auch weiterhin den Jugendlichen Leichtsinn und den Quatsch, den wir machen, weiterhin beibehalten.